Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Total War Rome 2 Imperial Edition. Wir spielen mit Rom, Schwierigkeitsstufe schwer. Und wir stehen vor den Toren Massalias. Werden diese Stadt jetzt einnehmen? Hoffe ich zumindest. So, Stellung keine. Stellung keine. Also, mit welcher Einheit? Dich würde ich mal gerne im Hintergrund lassen. So, mit dir greife ich an. So. Massilia. Angriff. Oh, schön. Er hat hier Verstärkung. Also. Aktor Massilia. Okay, das ist seine Einheit. Hier hat er noch eine Einheit. Und hier hat er noch eine Flotte. Ja, die KI sagt, es sieht schlecht aus für uns. So, dann würde ich sagen, werden wir erstmal belagern. Die Siedlung wird belagert! So, und dann ziehe ich nämlich jetzt fix euch nach. So, geh mit euch dahin und nehmt euch im Gewaltmarsch mit dahin. So. Also, und mit dir werde ich jetzt hier mit dem Spion. Das kann ich schlichtweg nicht tun. Ach, du kannst nichts? Dann spionier mal ein bisschen. So, dann rüsten wir ein bisschen auf. Hier unten. Belagern. Und ja, mal schauen, was er jetzt macht. Wir haben jetzt auf jeden Fall drei Einheiten hier zusammengezogen. Ja, die Hunde hier sind schon ziemlich gedamaged, aber 20, 20, 20. Ja, super, 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 super. Okay, Runde beenden. Mal schauen, wird er mich jetzt angreifen? Ich denke nicht, dass er so dies versucht, mich jetzt hier anzugreifen. Wir konnten ja zum Glück noch nachlegen. Damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. So, siehst du, er zieht ab. Und was macht er? Er zieht eine andere Einheit hin. Also, er möchte uns Genua wegnehmen. kann er machen. Kann er machen. So, Rebellion. Okay. So, Rang erhöht. Rebellion bevorstehend. Erpressung. Lass mich raten. Ein Mitglied eurer Familie wird erpresst. Minus 8, da unternehme ich nichts. Politische Intrige, okay. So, jetzt möchte ich mal kurz schauen. Was hat er denn hier? So, mit Arre Schrecken ist abgezogen. Dann wird er hier... Massilia, hier hat er eine Einheit. Hier hat er eine Einheit. Helvetia und das sind auch Helvetia. So, er wird hier, denke ich mal, Genua einnehmen wollen. So, die Stadt hier unten sollte jetzt safe sein. Also erstmal Bevölkerungsüberschuss. Sardinia et Corsica. Schön, schön, schön. Ja, was wollen wir machen? Nahrung kriegen wir hier. Öffentliche Ordnung kriegen wir da. Das heißt, wir können hier was... Nein, was ganz anderes machen. Und zwar werden wir hier Wohlstand. Wir werden hier den Tagebau machen. So, Eindringling, Helvetia. Ja, ich habe schon gemerkt. Helvetia, Bau abgeschlossen. Zivile Kolonie, Bündnis geschlossen. Adiai Damate. Das ist nicht gut, Verschleiß. So, auch nicht gut. Also, wie sieht es denn hier mit den Helvetiern aus? Mal kurz schauen. Ach, die sind uns unfreundlich gesinnt. Warum? Wir hören uns eure Angebote gern an, aber wickelt sie nicht in Lügen ein. Warum seid ihr uns unfreundlich gesinnt? Kann ich Krieg beitreten gegen die Sklaven? Genau, machst du das?
Mein Volk kann so etwas nicht. Ja, ja, du kannst nicht akzeptieren, ich weiß, ich weiß. Ich hoffe, ihr. Ja, ADI. Reta, Norika, alles. Die Götter alles so. Lassen mich euch zu gehören. Ah, ich spüre, sehr schön, dass sehr meine schön. Güter nicht auf uns und bitte. Unseren Vertrag. Hättet ihr nicht etwas Gold für mein Volk übrig? Ihr habt so viel und wir wollen nichts. Ja. Mach ich. Das Reden kann ermüdend sein. Militärischen Zugang, Gewässermehl auch? Nein. So, jetzt habe ich nämlich hier. So, Norika, dann wollt ich ihr doch jetzt bestimmt auch mit uns handeln. Würdiger. Nein. Eure Einer Waren. Nicht Nein. Nein. Ich danke euch für das Angebot, aber wir sind aber, keine aber. Säuge, Amen. Ja, ja, halt doch die Klappe. Ja. Die Götter lassen mich euch zu gehören. Nee, machen sie immer noch nicht, ich aber bin sicher, einen eure Waren finden. Auch nicht. Ich danke euch für das Angebot, Katago. Aber wir sind keine Säuge, Amen. Norika, wo war denn jetzt hier gerade Neu-Karthago? Warte mal, hier Neu-Karthago? Ja, machen wir schon einen mit. Also, das ist okay. So, ja. Wir, dich zieh ich mal fix wieder ab. Wieder unterwegs. Und dich zieh ich. Was weiß ich, greife jetzt hier an, ich nehme jetzt die Stadt ein. Keine. So, Details. Dann nehmen wir vorhin nochmal kurz den, die neue Militärausbildung rein. Du hast kein Upgrade, du auch nicht. Und dann nehmen wir jetzt die Stadt ein. So. Ja. So, sieht schon besser aus. Dann, automatischer Angriff. 93%, das ist okay. Ist okay, die Stadt gehört uns. Also besetzen. Ja, guck mal, wir haben fast nichts verloren. Ich erwarte weitere Befehle. So, ihr seid aufgestiegen. Das ist schön, das ist schön, das ist schön. Da habt ihr nichts. Moral beim Kampf gegen die Plündern. Öffentliche Ordnung. Waffenschaden durch alle Geschosseinheiten. Bewegen Angriffsbonus. Das ist nicht schlecht. Weil ich jetzt sowieso die Bewegung brauche. Mit dir komme ich nicht bis Genua. Mit dir im Gewaltmarsch. Komme ich nach Genua? Da musst du auch hin. Und du müsstest auch mal bitte in den Gewaltmarsch gehen und auch nach Genua zurück. So, dann haben wir jetzt hier eine gewisse Massilia. Und Massilia. So, hier unten dich lasse ich hier stationiert. Du kannst hier heilen. Und ja, schauen wir uns mal die Stadt an, würde ich sagen, ne? Boah, guck mal. Hier ist einiges. Hier geht einiges. Also erstmal die Polis reißen wir ab. Dann nehmen wir auch wieder die zivile Kolonie rein. Plänklerlager. Dann nehme ich die Auxialkaserne. So, den Tempel des Poseidon. Ja gut, da kann ich nichts machen. Das reißen wir erstmal ab. Und ja, mehr kann ich erstmal nicht machen. Also mehr macht auch erstmal keinen Sinn. Ja. Ja gut, die Gefährten des Herakles, da kann er mich ruhig angreifen. Oh, und mit Ares Schrecken zusammen. Da würde ich ihn ganz gerne vorher nochmal Militärsabotage, Vorräte vergiften. Ja, klappt nicht. Keine Bewegungspunkte mehr, die gute Frau. Er wird mich hier wahrscheinlich gleich mit beiden Einheiten angreifen, aber... Guck mal, ich habe hier Kriegshunde verloren. Einheiten rekrutieren, Söldner anheuern. Was haben wir denn? Keltische Söldnerkrieger. Söldnerkavallerie. Ja, da nehme ich zwei rein. Ja. So, mehr wollen wir hier erstmal nicht machen. So, Politik 179 von 500. Okay. Scheidung, Heirat, Gerüchte verbreiten. Zwischen diesem Mann und einer eurer entfernten Verwandten arrangieren.
Charakter. Wie sieht's aus bei dir? Gravitas. Nee, nee. So, Aufzeichnung ist okay. Übersicht. Ja. Wir stehen im Krieg mit Sklaven und mit Massilia. Haben einige Handelspartner. Keine Verbündeten soweit. Aber ich frage mich gerade, wo sind denn hier überhaupt die... wo sind denn hier die Sklaven? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Hm. Gut, werden wir noch sehen. Wahrscheinlich hier oben irgendwo abgehauen. Ne, Helvetia. Hier oben Räter. Nö. Jetzt wird sowieso gleich spannend, da ich denke ich mal Massilia mich hier angreifen wird. Mal schauen. In Genua. Ich bin ja mal gespannt. Aber sollen sie es ruhig probieren, sie werden keine Chance haben, das schwöre ich euch. Ah, macht er... Nee. Ich dachte schon. Ah. Gut, er greift Midlan an. Ja, kann er machen. Was haben wir denn? Rovari, Principes, Leves und Plebja. Boah, guck mal hier, der General. Fünf. Ein Fünfer General. Lecker Marsch, der ist gut. Ja, aber keine Chance, ne? Keine Chance, Sternschleuderer. Kavallerie hat da haben wir keine Chance, keine Chance. Aber egal. Die Stadt Midlan werden wir zurückerobern. Ich hoffe, dass er mich jetzt auch hier unten angreift. So. Elendsviertel, Massalia, Handelsabkommen aufgelöst. Ist nicht mehr möglich. Rebellion bevorstehend. Es ist schön. Diese schönen Elendsviertel, da kommen sie wieder. Eieieiei. Also ich, Freunde, wer mein, wer mein letztes Let's Play gesehen hat, zu diesem Spiel, der weiß, Elendsviertel sind meine ganz besonderen Freunde. So, wenn ich jetzt, pass auf. Dich würde ich... Also erstmal hier nach Massalia. Erstmal nehmen wir hier den Elendsviertel raus. Dann würde ich hier gerne... Wollen wir den Fischhandel nehmen? Aber Nahrung haben wir eigentlich. Nehmen wir mal den Handelshafen. So, und hier unten würde ich dann machen... Das machen wir in der nächsten Runde. Da würde ich hier auf den Tempel des Jupiter gehen und hier müssen wir auf Nahrung gehen. Eieiei. Können wir aber nicht. Können wir aber nicht. Aber wir haben plus 6 Nahrung. Weißt du was? Dann nehme ich hier den, das Aquädukt rein. Öffentliche Ordnung, Wachstum. Oder wollen wir hier den? Ne, nehmen wir hier das Aquädukt. Also Baubericht, ja, es ist schön, in Genua alles abgeschlossen, Eigenschaft gehalten, plus 10 Steuersatz, schön, Siedlung verloren, das wissen wir. Besorgte Bevölkerung, das ist auch okay, Armee zerstört, die Garnison und verborgener Agent wurde entdeckt. Also, wenn ich jetzt mal schaue nach, ja, hier haben wir minus 14. Na gut, das ist aber bedingt durch die, ja, hier, Plündern, Instabilität und, also das ist alles. So, hier ist es okay, hier ist es, nicht okay. Plündern, er plündert hier. Stirbt aber auch dabei. Ja, ich hab's mir gedacht, dass er es irgendwann tut. So, da müssen wir eine Einheit hinziehen. Wir werden jetzt erstmal mit dieser Einheit im Gewaltmarsch werden wir nach Genua gehen. So, und dann jetzt mit dir werde ich vorgehen. Warte mal, du kannst hier oben ja. Sabotage. Nein, ich wollte... Nein. Ich wollte doch mit dir. Hier bitte.
ihn hier angreifen. Militärsabotage, Vorräte vergiften. Jetzt bitte lass es einmal funktionieren. Das erste Mal in diesem Spiel. Komm, komm, komm. Erfolgreich. Ein Glück. Das funktioniert. Wow, und hat gut was weggehauen, ne? Also, sehr gut, sehr gut. So, hier hast du keine Möglichkeiten. Öffentliche Ordnung, Autorität, überzeugen. Okay, Geheimaktion, Bewegungsreichweite. Hingabe, das nehmen wir. So, und jetzt nehmen wir hier die beiden Einheiten. Du bist voll. Du bist nicht voll. Du hattest aber doch die Söldner drin, ne? Meine ich. Hastati, General. Ich erwarte eure Befehle. Wo waren denn hier die Söldnereinheiten drin? Na, bei dir, meine ich. Ja. Also dich ziehe ich erstmal hierhin vor. So, und mit dir werde ich hier die Stadt einnehmen. So, und jetzt ist hier kurzer Prozess, automatischer Angriff, 92%. Sehr gut. Die Stadt wird zurückgeholt. Und damit ich mit meinen Truppen zurückziehen und die andere Stadt verteidigen. So, dann hat der Gegner keine Chance. So, auf jeden Fall besetzen. Rang erhöht. Schön. So, du hast hier nichts gemacht. Du gehst nochmal wieder hier runter. Und dich lasse ich in der Stadt. Und mein Spion, dem geht's auch gut. Rang erhöht, genau. Schon wieder, schon wieder. So, und dann sollten wir auch mal probieren, ein bisschen Ordnung reinzukriegen. Bewegungsreichweite, Gravitas, Geheimaktion, Bewegungsreichweite, Taktika. Nehmen wir hier den Kommandanten. So, Geld haben wir eh nichts mehr. Ja, minus 3 öffentliche Ordnung, das ist sowieso katastrophal. Müssen wir in der nächsten Runde schauen, wie es dann aussieht. So, hier wieder mich angreifen. Und mit einer Einheit werde ich dann auch hier, für Ruhe sorgen müssen. Boah, minus 35, weiß was, da muss ich jetzt schon. Was hat er denn da? Was hat er denn da? Boah. Jetzt habe ich auch kein Geld mehr. Minus 35, das ist katastrophal. Ich erwarte eure Befehle. Ah. Da muss ich eigentlich, na, da muss ich in der nächsten Runde 2 Einheiten abziehen. Und den Spion. Bleibt mir nichts anderes übrig. So, ich muss erstmal eben, erstmal war's das von dieser Runde. Und ich freue mich, wenn ich euch in der nächsten Runde wieder begrüßen darf. Bis dahin, euer Björn Science.